Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir schauen uns wieder Shorts an, sind mit der Twitch-Community am Start. Sagt Hallo YouTube und Freunde, lasst ein Like da, wenn ihr Bock auf mehr habt. Viel Spaß, wir gehen rein. Let's go. Als die deutsche Sprache erfunden wurde. Pass auf, wir haben uns das so vorgestellt. Ist es nur einer, heißt es Rabe. Sind es aber mehrere, sprechen wir von Raben. Also wir hängen einfach nur ein N hinten dran. Mega easy. Ja, heißt ja. Aus Gabel wird... Gabeln. Richtig. Und aus Schnabel? Schnabeln. Nein, das ist ja kein Verb. Es ist der Schnabel, heißt es sind die Schnäbel. Ah, okay. Ja, dann solltest du ja auch checken, was aus Kabel wird. Kabel? Nein, es ist ja kein Schnabel, sondern ein Kabel. Das ist ja der Unterschied. Ah, also wie bei Gabel gabeln wird aus Kabel dann Kabeln. Nein, Kabel bleibt Kabel. Ein Kabel, zwei Kabel, drei Kabel, ist doch klar. Was? Aber so ist es wirklich, ne? Ich hab, ey, ich schwör's euch, das zu wild. Ich hab Türkisch mal angefangen zu lernen und dann ist mir aufgefallen, dass die deutsche Sprache so gottlos schwer ist. Alter Schwede, bockt nicht. Und ja, deswegen können auch so viele Leute, die aus dem Ausland nach Deutschland kommen, so schwer Deutsch sprechen, weil die deutsche Sprache einfach richtig unsinnig ist, so in voll vielen Bereichen. Wer hat die Sommerrollen gegessen? War es Lena, Hanna, Marcel, Svenja oder Huanson, Chenglong, Pinpine, Apple, Apple Pen, aka mein Cousin, Dimsung, Hotpot, Opern, Gangnam Style, Jungkook, warum du noch nicht Arzt? Mein Sohn so dumm, Ling Ling. Ey, ist das bescheuert, Mann. Haben eure Mütter auch Zauberkräfte? Ja. Welche Mutter hat keine Zauberkräfte? Sag ehrlich. Die können Sachen machen. Alter. Also, so theoretisch, nichts ist unmöglich. Du willst einen Latschen um die Ecke werfen? Meine Mom könnte das. Alles konnte meine Mutti. Die konnte alles erledigen. Digga, wir sollten Miete bezahlen, so und so, hätten aus dem Haus ausziehen müssen. Meine Mama, mit dem Vermieter gesprochen, plötzlich mussten wir weniger Miete zahlen. Nur sowas, Digga. Meine Mom, die hat Sachen immer vollbracht, Digga. Zauberer. Zauberkräfte. Also ich finde das wirklich so klassisch. Die können ohne Väter Kinder machen. Situation. Ich bin mal wieder komplett im Stress und finde meine Sachen nicht. Ja, Mama hat einen Metalldetektor im Kopf. Ja, der liegt auf deinem Schrank. Nein, der ist da nicht. Und was ist das? Hä? Ich verstehe es nicht. Klassiker. Wie macht sie das? Manchmal habe ich auch das Gefühl, Mütter hören 10-mal lauter als wir. Sobald wir in einer Diskussion sind und ich ganz normal rede. Nein, Mama, noch eine Runde, bitte. Hör auf, mich anzuschreien, Freundchen. Heißt es, ich würde schreien? Hä? Aber dann frage ich mich wirklich, warum es solche Momente gibt. Wenn meine Mutter schläft, verhalte ich mich wie ein Geist. Ja, das kennt man, ne? Das kenne ich so gut, wenn Mom aufwacht, schlafen und dann aufgewacht ist wegen mir, Bruder. 50-50, dass ich am Arsch war. Auch wenn ich am Wochenende endlich mal ausschlafen kann, ist meine Mutter um 7 Uhr morgens wach. Danke für nichts. So ist es ja. Genau so ist es ja. Er sagt dir nur die Wahrheit. Was ist eigentlich mit den Leuten, die, obwohl sie schon weitaus über 18 sind, immer noch keinen Führerschein haben? Digga, habt ihr keinen Bock aufs Leben? Ey, das ist der Hammer. Jedes Mal, wenn wir in der Freundesgruppe was unternehmen wollen, gibt es immer diese eine Person, die immer noch keinen Führerschein hat. Ja, du, wie sieht's aus? Ist ja so. Digga, ich komme inzwischen vor wie ein Taxifahrer, so oft wie ich den Mann von A nach B fahre. Aber das ist auch immer so geil. Man fragt die... Wie sieht's eigentlich bei dir aus mit dem Führerschein? Ja, ich werde das jetzt voll durchziehen und dann habe ich den auch in 2-3 Monaten. Digga, ich habe auch so einen Kollegen, er ist schon 30, ne, Chris? Ich weiß nicht, ob du gerade da bist, aber... Easy. Und dann ein paar Wochen später... Und, wie weit bist du mit dem Führerschein? Ja, also, ich habe noch nicht angefangen. Ich sag dir ehrlich, gar keinen Bock darauf. Ist viel zu anstrengend. Ich dachte, du willst das jetzt voll durchziehen. Ich dachte, du hast deinen Führerschein in 2-3 Monaten. Easy. Wirklich, ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass ich morgen übermenschliche Fähigkeiten habe und fliegen kann, ist höher, als dass der seinen Führerschein endlich mal macht. Und ja, ich gebe ja zu, ich habe auch ein bisschen länger für meinen Führerschein gebraucht. Und ja, ich gebe auch zu, dass ich 2-mal durch die Theorieprüfung gerattert bin. Nicht Aua. Aber als ich 18 geworden bin, hatte ich meinen Führerschein. Ey, und ich glaube, die Leute, die den Führerschein noch nicht haben, die wissen gar nicht, was das für ein lebensverändernder Punkt ist. Ey, auf einmal bist du so komplett unabhängig. Und genau das ist das. Die Leute, die keinen Führerschein haben, haben ganz, ganz oft gar nicht den Horizont, Digga, was möglich ist im Leben. Du musst dir vorstellen, du kannst nicht einfach irgendwo hinfahren, wo du willst.
Jo, was ist das denn? Es ist echt, ich kann das auch nicht verstehen. Dennoch, willst du einen Führerschein machen? Digga, ich hab einen. Ich hab halt nur kein Auto. Das ist aber ein Unterschied, weil ich hab Menschen in meinem Leben, mit denen fahre ich überall hin, wo ich will. So, deswegen habe ich auch kein Auto. Die Eisläufer das Eis betreten. Der Sprinter. Yo. Gibt's hier Eisläufer? Alles der klar. Elegante. Der Wackelige. Der bin ich. Ganz der klar. Pinguin. Yo. Okay, sind hier Eisläufer dabei? Also ich kenne nur den Wackeligen, das bin ich dann. Oh mein Gott, da ist es endlich. Wir sind jetzt 2 Stunden gelaufen für ein Aquarium. Nicht nur irgendein Aquarium. Komm mit, du wirst es mir nicht glauben, aber hier drin wohnt der Vater von Harald dem Hering. Harald dem Hering? Ey, Bro. Hä? Was? Ich kann nicht so lange die Luft anhalten, wie sollen wir da runterkommen? Dafür habe ich die Dinger eingepackt. Was ist das hier? Yo. Das sind unsere U-Boote. Hier, ich habe dir auch eins mitgenommen. Ey, yo. Komm mit. Okay, das ist cool, Mann. Wir müssen bis ganz auf yo, wie geil ist das denn? Oh, guck mal, da sind schon die ersten Fische. Warum leuchten die so? Sind die radioaktiv? Ich glaube, denen sollten wir nicht zu nahe kommen. Was ist das jetzt? Die haben Arme? Oh, wie geil ist das? Erzähl mal ehrlich, also das ist ja eine geile Mod. Lauf schnell weiter. Oh, da vorne ist der Eingang. Sind das Minen? Geh du vor, du musst aber da vorne aufsteigen. Sei bloß vorsichtig. Ich hab's geschafft. Jetzt nur noch hier hoch. Okay. Hier sollte der Vater von Harald sein. Wir sollen hier wirklich reinspringen? Ja, und du gehst vor. Okay. Der Vater von Harald. Was ist das denn? Nein. Jo, wer ist denn Harald gewesen? Denn du kannst du tanzen. Kann ich. Hast gesehen? Ich konnte so gut tanzen wie Harald der Hering. Deutsche Namen, die mein Vater einfach nicht richtig aussprechen kann. Hä? Du Lüge. Ich kann. Das wollen wir mal sehen. Oh no, Digga, das wird wieder so lustig, hallo, Mann. Hallo! Na gut, Papa, ich hab dir jetzt mal eine Liste an beliebten deutschen Vornamen rausgesucht, die wir jetzt einfach zusammen durchgehen. Aha. Der erste wäre Thomas. Tomat. Thomas. Ja? Thomas. Stark, war gut. Michael. Mikewell. Was? Mikewell? Mikewell. Der veralbert mich doch, oder? Mikewell. Michael. Michael. Okay, Frido. Fico. Was? Fico. Meine Brille, vielleicht ist so dunkel, ich kann nicht mehr ganz richtig lesen, okay. Paul. Bull. Paul, Digga, Bull, hä? Baul. Fritz. Fick. Ey! Was ist los? Was hast du gesagt? Fick! Ha? Philipp! Philipp! Nicht die Marke Philips, Papa. Ha? Philipp! Philipp! Ha? Ja! Weil das war clean, das hat der clean gesagt. Machst du nass mein Gesicht? Die beiden sind schon cool, ne? Stream und YouTuber, die sich noch nicht gezeigt haben. German Let's Play und Candy fallen mir spontan ein. German Let's Play ist wahrscheinlich der YouTuber, der den meisten in den Kopf kommt. Ja. Der Typ hat seinen Gaming-Channel einfach vor 13 Jahren erstellt und... Digga, 13 Jahre YouTube, ne? Ich hab grad mal 4 auf dem Buckel. Und als wäre das nicht genug, hat er vor 15 Jahren auch einen Channel, in dem er Piano-Videos hochgeladen hat. 15 Jahre auf YouTube-Chat. Holy shit. Der Typ, der hat mal Leute auf dem Kanal gehabt, die waren vielleicht 7 Jahre alt und die sind jetzt einfach 22, Digga. Und ihr wollt mir jetzt ernsthaft erzählen, dass dieser Dude sich einfach fucking 15 Jahre nicht gezeigt hat? Alles klar, Respekt. Weiter geht's natürlich mit Basti. Der Stimmt. Boy erstellte einen Channel im Sommer 2012 mit einem Kumpel und fing im Januar 2016 an mit seinen Daily Streams. Digga, Basti GAG hat doch sein Glow-Up jetzt so richtig gekriegt, die letzten 2-3 Jahre oder so, seit wann ist es so geil gekommen? Wisst ihr, was das Allerkrasseste ist aber? Er ist einfach seit über 6 Jahren jeden Tag am Streamen. Boy, take a break, please. Und als Letztes haben wir den guten alten... Ey, Digga, wir sind halt süchtig, Mann. Wir wollen nur chillen. Stegi. Simp. Auch von ihm gab es noch kein Gesicht zu sehen. Bis auf, in dieser einen Podcast-Folge, in der ja da hier verpixelt wurde, da wurde genau ein Frame ausgelassen. What? Da sieht man sein Gesicht tatsächlich. What the fuck? Wenn ihr jetzt nur ein Gesicht von diesen 3 YouTubern sehen dürftet,
Welches würdet ihr nehmen? Ich würde gern wissen, wer German Let's Play ist. Ich würde gern wissen, wer mit Paluten die ganzen Videos aufgenommen hat, Digga. Ich sag ehrlich. Wenn ich könnte, würde ich safe German Let's Play nehmen. Basti GAG, ja, der hat gerade richtig viel Hype. Aber, Digga, für mich ist German Let's Play so eine Ikone, Leute. Und ich kenne auch seine Story, warum er von YouTube gegangen ist. Ich habe da, glaube ich, auch einen Kommentar unter dem Video geschrieben. Die hat mich sehr, sehr bewegt. Also GLP und Palle, Digga, sind für mich das absolute Traumduo auf YouTube gewesen. Auch schon im Gaming-Bereich damals, safe. Ich bereue es, dieses kleine Glas Wasser getrunken zu haben. Denn ich habe mich verschluckt, bin ausgerutscht und etwas Gruseliges ist passiert. Mein Finger hat geknackst. Knack, knack. Nächsten Tage verbrachte ich damit, nur noch meine Finger zu knacksen. Und hä? Das macht ja Spaß. 10 von 10. Ob andere Menschen es auch so cool finden wie ich? Safe. Ja. Naja, es hat schon geknackt wieder. Ja, klappt auf jeden Fall. Aber aus irgendeinem Grund mögen es Leute nicht. Irgendein Clown hat gesagt, das sind kleine Bläschen, die zwischen den Knochen platzen. Alter, wer hat sich diesen Scheiß ausgedacht? Das klingt ja völlig. Aber ist geil. 10 von 10. Aber ist Fingerknacken gefährlich? Hab Lust. Ich habe ein bisschen Recherche betrieben. Ein Mann hat 60 Jahre lang nur seine linke Hand geknackst und am Ende passierte etwas Unglaubliches. Nix. Beide Hände waren gesund. Was kann man eigentlich noch so außer Finger knacksen? Rücken, Leiste, Nacken. Spaß, ich lebe noch. Okay, tschüss. Okay, war witzig. Ist geil und war auch informativ, Mann. Also, das mal zu wissen, dass das nicht schlimm ist, ist gut zu wissen. Deutsche, sobald mehr als 3 Bekannte krank sind. Da geht grad was rum. Ja, okay, aber war schon ein bisschen random. Der beste Trick. Du Esel! Dein Lehrer hat mich angerufen, hat gesagt, dass du schlecht in der Schule bist. Nein, oder? Doch, und das wird Folgen haben, mein Lieber. Oh nein, bitte nimm nicht meine, Musikbox. Ich liebe sie so sehr. Pech gehabt. Nein, und bitte nimm nicht meine leeren Flaschen. Ich sammle leere Flaschen, bitte. Vergiss, ich nehm's mit. Du Monster, nimm lieber meine Playstation oder mein Handy, aber bitte nicht meine Bücher. Ich liebe Lesen. Oh nein, 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 behalt deine Playstation. Ich nehm deine Bücher jetzt mit. So, viel Spaß hier, hä? Wie kann man so dumm sein? Alter, stell mal vor. Stell mal vor. Aua, aua, aua. Das ist jetzt, alter Schwede. Leute, wisst ihr, was ich gemacht hätte? Ich hätte mein Kind geprankt. Ich hätte so gesagt, ja, ja, ich nehme das alles mit und so. Und dann wäre ich rausgegangen, wäre reingegangen und hätte einfach das Stromkabel durchgeschnitten, Digga, weil er so frech geworden wäre. Kennt ihr das auch? Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Holleri, holleri, holleri. Da brauchen wir einen Remix von. Übrigens der Smash, also der Song, nicht sie, also mein kleiner grüner Kaktus, mein grüner Kaktus. Kommentiert da, ob ihr den Banger noch kennt. Und wenn ein Bösewicht was ungezwungen spricht, dann hole ich meinen Kaktus und der stich, stich, stich. Ja. Mein kleiner grüner Kaktus steht draußen am Balkon. Ja, kommt der krass oder was? Holleri, holleri. Könnt ihr sagen, was ihr wollt? Kommt wild. Macht schon geil, ne? Sollte eigentlich seine Sachen echt mal irgendwo hochladen. Ich glaube schon, so, also musikalisch, echt, fühle ich absolut. Ah, guck mal, wir wollen auch mal... Jo, was ist das denn für ein Video? Don't worry, it's a G-Class. Don't worry, it's a John Deere. Das ist ja so dumm. Als das erste Mal ein Kind Aaron genannt wurde. Soll ihr Junge denn heißen? Danke. Wir haben uns Aaron überlegt. Aaron? Ja, das schreibt man A. 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 Ja, habe ich aufgeschrieben. Und nach dem A kommt das Ron. Nein, A. A. Ja, A, A, Ron. A, A, Ron? Ja. Ist das eine richtige Schreibweise? A, A, R, O, N? Aaron. Ja, das ist die richtige, würde ich sagen. Ich habe keine Ahnung. Dann heißt das Kind jetzt Aaron mit 2 A. A, Aaron. Das Dummes habe ich noch nie gehört. Der nächste? Ja, wir haben uns für unseren Sohn Philipp mit 3 P und Doppel-L überlegt. Ich hasse meinen Job. Das ist tatsächlich manchmal nicht so einfach. Ob jetzt Doppel-P, Doppel-L und ob da noch ein Y zwischenkommt. Ja, Mann, und ich hatte damals in meinem Kollegenkreis, kannte ich 3 Philips, also kenne ich immer noch. Leute, 3 Philips und dann musst du 3 Philips im Telefon abspeichern. Bro, und jeder wird anders geschrieben. Und dann bist du so dumm und machst noch nicht mal Nachnamen rein. Yo, wie lost ist das denn?
Das mit den Philips war auch noch zu schlimm. Mr. Beast einfach. Der weltschnellste Saubermacher. Yo. Digga, den kenne ich. Das ist Daniel LaBelle. Der hat mir sogar die Erlaubnis gegeben, auf seine Videos zu reagieren, Mann. Der hat mir sogar noch geschrieben. Yo, der ist einfach bei Mr. Beast auf dem Kanal. Alter, wie cool ist das denn? Abonnieren wir, ne? Mr. Beast. Können wir eigentlich mal ein paar Videos von ihm gucken? Die Jungs bräuchten wir mal. Alles easy. Digga, du musst dir einfach mal vorstellen, das sind ja richtig krasse YouTuber. Die sind ja übelst heftig, oder? Ich meine, wir reden hier über Abonnenten, 250 Millionen, 20 Millionen. Was geht bei denen im Leben ab? Würde ich gerne mal wissen, was geht bei denen so im Leben ab? Ich weiß, dass der Daniel LaBelle hier, der hat gerade ein Kind gekriegt, noch einen. Das hier ist der Jahrwasser Destroyer 9000. Die kleinste Wasserflasche der Welt. Ich trinke mal gerne ein mittelgroßes Glas Jahrwasser. Aber wenn ich unterwegs bin, habe ich einfach keinen Bock, so eine riesige, fette, hässliche Flasche mitzunehmen. Es ist schwer, klobig und einfach nicht nice. Ich habe online gesucht und es gibt einfach keine kleine Wasserflasche. Amazon, eBay, Saturn, McDonald's. Okay, ich hatte nur Hunger. Also hatte ich keine Wahl. Ich musste selbst ran. Ich habe einen komplizierten Prototypen sekundenlang modelliert und das Modell an einen vertrauenswürdigen Service geschickt. Um 69 Tage später haben sie mir den Prototypen zurückgeschickt. Junge Chimmer. Willkommen auf dieser Welt. Ja, Wasser Destroyer 9000. Wow, so handsome, nice. Jetzt kann ich Wasser einfüllen. Ups, nicht zu viel. Und immer wenn ich Lust habe, trinke ich einen kleinen Schluck und muss keine lästige Wasserflasche mit mir rumschleppen. Und falls du denkst, hä, das ist doch viel zu wenig Wasser, kann ich dir versichern, es ist mehr als genug. Hier habe ich einen fremden Mann heimlich gefilmt, der den Jahrwasser Destroyer 9000 ausprobiert hat. Mehr als genug Wasser zum Trinken. Das bin ich nicht, vertraut mir. Tschüss. Ist ja witzig. Wer macht denn das? Wer macht denn sowas? Ey, what? Was es auf der Welt so heutzutage gibt, man, richtig cool. Freunde, das war's auf jeden Fall wieder mit einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da und vergesst nicht, Hashtag Shorts in die Kommentare zu schreiben, wenn ihr mehr sehen wollt. Couscous, Deno out.